Jaho! Ja, ich bin wieder hier und ich bin voll wütend. Voll wütend. Ich habe wieder Zeitung bekommen von meiner lieben Schwester. Und da lese ich natürlich auch grundsätzlich immer die Duisburger Seite. Ich komme aus Duisburg-Rheinhausen, bin dort geboren und auch groß geworden, habe dort viele Jahre gelebt. Ja, und dann, als ich so Mitte 30, nicht ganz Mitte 30 war, hat es mich dann aufs Land gezogen sozusagen, und dort bin ich also wesentlich glücklicher als in Duisburg-Rheinhausen, vor allen Dingen erst recht in der heutigen Zeit. Einige von euch kennen, also zumindest vom Hören her, das Problemhaus aus Duisburg-Rheinhausen in den Peschen. Und ich bin ja einmal die Woche grundsätzlich in Duisburg-Rheinhausen, weil ich da ein Date habe, immer mit ja, Familie unter anderem und auch Bekannten von früher. Und ja, dort verweile ich also einen Tag in der Woche grundsätzlich und lasse es mir dort gut ergehen. Allerdings muss ich sagen, ich fahre also jedes Mal dann auch, bevor ich da ankomme, wo ich hin will, immer so quer durch Rheinhausen, um mal zu sehen, was da so abgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Problemhaus, wie gesagt, ich bin da früher, ich hatte dort eine Freundin wohnen, ein- und ausgegangen. Und also wenn ich das heute so sehe, was da mit dem Haus passiert ist im Laufe der letzten 2, 3 Jahre, welches ja bewohnt war von unseren Kulturbereichern, sprich Migranten und so weiter, ist eigentlich nicht mehr schön. Und ich habe viele Filmaufnahmen gemacht. Dann bin ich so durch unsere Siedlung gefahren, wo ich ja früher auch gewohnt habe, also in den Peschen, und ich wohnte 2 Straßen weiter auf der Martinstraße. Und da ist dann auch die Jakobstraße, die Hugostraße, also alles Straßen mit Jungnamen. Und ich war also auch entsetzt, und das habe ich auch gefilmt mit meiner Autokamera. Die Straßen, wie die Straßen da aussehen, also die empfehlen ja dort mit ihren Schildern 30 zu fahren. Also selbst mit 30 ist mit meinem Kleinwagen, ich fahre ja nur einen Kleinwagen, wenn ich da durchfahre, das ist also eine große Katastrophe, und ich kann da nur Schritt fahren, sonst fällt mein ganzes Auto zusammen, und das kriege ich ja mal gar nicht. Ja, das nur so am Rande. Und das, was ich jetzt mache, ist übrigens ganz spontan entstanden. Ich habe also vorhin ein bisschen gebügelt auch. Dann habe ich mir eine Zigarette geraucht, eine Zeitung genommen von den vielen Zeitungen, die meine Schwester mir gestern wieder mitgegeben hat. Dann, wie gesagt, die Duisburger Seite aufgeschlagen. Und da bin ich hier über einen Artikel gestoßen. Das finde ich also echt schon nicht mehr schön. Und zwar ist hier als Überschrift: Minister warnt vor Rückfall in völkisches Denken. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Minister, und zwar heißt der Guntram Schneider, das sagt mir natürlich jetzt persönlich überhaupt nichts, muss ich auch nicht, weil er ist genauso ein Arschloch wie die anderen Arschlöcher da in der Politik, hier in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, ist ja nicht Deutschland. Also ich distanziere mich hier ganz extrem von der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn ich rede von Deutschland, dann rede ich von meinem Heimatland, von meinem Vaterland, so wie ich es kennengelernt habe und wie das auch ursprünglich mal schön war. Naja, und diesen Artikel, den möchte ich euch gerne zitieren, weil der Hammer, der kommt zwar dann da unten, aber das gehört ja hier irgendwo alles zusammen. Also ich zitiere das Ganze mal. EU-Freizügigkeit, Problem oder Chance? Also ich kann die ganze EU-Diskussion auch nicht mehr. Für mich steht das Oberkante. Unterkante Oberlippe oder irgendwie so, ne, sagt man. Problem oder Chance heißt das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die SPD AG, SPD AG, dann muss ich doch gleich mal googeln, Migration und Vielfalt in die alte Feuerwache nach Hochfeld geladen hat. Übrigens, Hochfeld ist auch echt sehenswert. Ich kenne Hochfeld ja auch von früher. Da bin ich ja von Rheinhausen oft hingelaufen und habe mich da dann auch mit Jungs getroffen. Ich war ja auch mal jung, habe posiert und so weiter. Und unter anderem mit einer Rockerbande, die sehr friedlich ist, war zu der Zeit jedenfalls.
es wird ja viel über die Rocker geschimpft, geredet, man hört viel, man liest viel, man sieht viel in den sogenannten Massenmedien. Das ist auch alles erstunken und erlogen, mit Sicherheit. Das ist nur so mal am Rande. Wie gesagt, also eine Fahrt durch Hochfeld lohnt sich. Man kommt sich wirklich vor wie in der Türkei. Ich meine, ich war noch nie in der Türkei, aber ich habe ja auch schon Filmberichte gesehen über die Türkei und so weiter. Also fahrt da mal durch, ist echt sehenswert. Genau wie, da gibt es ja eine Siedlung da in Köln auch. Aber okay, warum auch nicht? Ich bin ja großzügig. Ja, also weiter. NRW-Minister Guntram Schneider ließ eingangs keinen Zweifel daran, dass er die Zuwanderung grundsätzlich positiv sieht. Ja, ist klar, er hat ja auch nichts zu befürchten, gell? Ich sehe sie nicht positiv und das äußere ich hier öffentlich und ist auch mein Ernst. Positiv sieht, wo sind wir denn hier? Schneider betonte die gute Ausbildung von etwa 50% der Bulgaren und Rumänen in Deutschland. Ihre Beschäftigungsquote läge, läge bei 68%, 3% über dem Durchschnitt. Mit der anderen Hälfte, die kaum ausgebildet ist und eine hohe Analphabetenquote aufweist, gibt es in Duisburg große Probleme. Naja, das ist ja nicht erst seit gestern, ne? Mindestens schon seit vorgestern. Schneider, ja genau, es gibt in Duisburg große Probleme. Schneider warnte vor einem Rückfall in völkisches Denken, dass eine Bevölkerungsgruppe oder Ethnie gezielt diffamiert. Ach so, wenn ich mein Vaterland liebe, mein Heimatland verehre, dann bin ich Migranten diffamierend gegenüber. Also ich kenne oder habe in meinem Leben viele Ausländer kennengelernt. Ich war mit Rumänen schon in Rumänien. Ich war mit einem Sizilianer sozusagen liiert. Ich habe die Mafiosis kennengelernt. Ich war zigmal in Sizilien und. Ich war in den Staaten, mich hat man auch wieder rausgelassen, also Zeichen davon, dass ich mich auch gut benommen habe, sage ich mal so. Das hat also nichts mit Rassismus, Antisemitismus und rechte Ecke schieben, Nazi und sowas, überhaupt nichts zu tun. Aber völkisches Denken, das gibt mir persönlich zu denken. Was ist denn völkisches Denken? Denkt mal drüber nach, googelt. Entsinnt euch, die Älteren zumindest von euch, die wissen Bescheid. Also wie gesagt, er hat Angst vor einem Rückfall von den deutschen Einwohnern oder von den deutschen Deutschen. Also die anderen sind zwar auch, sagen wir mal, die Ausländer, die haben ja vielleicht teilweise auch mittlerweile schon bundesrepublikanischen Ausweis, Pass oder wie auch immer. Sind aber keine Deutsche in dem Sinn, auch wenn sie hier geboren sind. Die Elternteile sind dann meinetwegen Türken, Rumänen, Bulgaren oder. Spielt ja jetzt auch keine Rolle. Also da ist hier von einem Rückfall in völkisches Denken die Rede. Und das stimmt mich unheimlich traurig, gleichzeitig auch wütend. Dann schreibt er weiter, man muss vielmehr diejenigen brandmarken, die als Miethai oder Schlepper zu der prekären Situation beitragen. Ist klar, irgendwo suchen die ja immer einen Schuldigen, wenn nur nicht selber, ist klar, die haben ja alles richtig gemacht. Wobei, da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren, aber das sparen wir uns mal. Und man muss die Zuwanderung besser organisieren und ein bisschen steuern. Ja, dann steuert mal, kommt noch mehr, kommt alle, das kriegen wir alles schon hin. Wie das praktisch funktionieren soll, führte er nicht aus. Da hat der Herr Minister also gar nichts zu sagen, wie das auszusehen hat. Der lässt machen und die machen das dann schon. Ne? Ist ja alles wunderbar. Echt, ich hab so eine Krawatte. Echt, absolut. Lachen kann ich dabei nicht mehr drüber. Aber wir kommen ja noch zum Eigentlichen. Wie gesagt, in die Pflicht, die mehr zur Integration beitragen konnten. Also er spricht da von Jugendverbände etwa, so Schneider, erhielten hohe Zuschüsse,
und könnten deshalb mehr Freizeitangebote, und jetzt komme ich auf den Punkt, hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber wie Zeltlager mit Kindern organisieren. Tut euch das mal weg. Das dürfen nur die Migranten. Die Deutschen, die dürfen das nicht. Zeltlager. Und wie hieß das früher? Pfadfinder und so weiter. Es war eine wunderschöne Zeit. Was haben wir Spaß gehabt, wir Kinder. Und meine Eltern ja auch. Die haben das ja auch durchlebt. Waren ja auch mal jung. Also, jetzt geht es wieder Richtung Zeltlager. Aber wie gesagt, nicht für uns Deutsche. Wir sind leider blond und blauäugig, ja, und sowas von arbeitsam, strebsam, gutgläubig, lieb, herzensgut. Wir geben alles, was wir haben. Mit uns kann man das ja machen, gell? Ich krieg die Krise und schmeiß das jetzt weg. Ich bin so sauer, ich kann euch das gar nicht sagen. So, und dann ganz kurz noch zu euch Politikern, sogenannten Politikern. Ihr seid alles Marionetten, ihr seid alles Schauspieler. Beispiel ist Merkel und Obama. Wenn die ihre Statements geben, ihre Reden halten, also erstmal dieses Deutsch, was die Merkel da von sich gibt, unsere angebliche Bundeskanzlerin, oder auch was der Obama sich erlaubt da manchmal, das ist sowas von schäbig und gegen die eigene Bevölkerung. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen uns wehren gegen dieses Pack. Und ich überlege, am 3. Oktober nach Berlin zu fahren. Und ich möchte dabei sein. Ihr vielleicht auch. Okay, ich muss mich jetzt wieder abreagieren. Das wollte ich euch nochmal kundgeben. Tschüss.